Fläschchen mit zersetzten oder entzündlichen Substanzen lassen sich aus den richtigen Zutaten problemlos herstellen. Nanu? Ihr seid ja schon hier. Da muss ich ja einfach mal sagen, hier. Shut up, bitch! Alter, was geht denn hier ab? Ich bin ja schon fast tot. Wie geht das denn? Moment. Das kann man so nicht stehen lassen. Trink, los, trink. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum du so schnell gestorben bist. Das macht mir viel mehr Sorgen irgendwie. Weg. 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 Geht doch. Los, nicht schlafen hier. Aufstehen. Hallo? Ach, verdammt. Muss ich jetzt alleine gegen die kämpfen? Ich will aber nicht. Na gut, dann komm du her. Dann mach ich hier kaputt. Ja, ja, ja. Ich werde von hier schießen, du wirst von da schießen. Mal gucken, wer länger überlebt. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Da kommen noch mehr von euch Mongo-Viechern aus der Tür raus. Was ich übrigens nicht sehr gut finde, dass ihr da rauskommt. So kann man doch keine vertrauenswürdige Atmosphäre für seine Gäste schaffen, wenn da hier Monsters rauskommen und so. Genau, deine Schwäche ist deine Angst. Ja, dich friere ich auch ein. Du kriegst auch ein bisschen was auf die Fresse. Alles kein Thema. Ich bin doch für euch da. Jetzt steht mal auf hier. Schlafenszeit ist vorbei. So. Weiter geht's. Ja, dich kann ich auch nochmal einfrieren. Ich hab für alle was dabei. Kein Problem. Dann sind auch noch ein paar Gegner. Hier muss ich dann wahrscheinlich rein. Spaß beiseite. Warum haltet ihr nichts aus? Also das würde ich echt gerne mal wissen. Ach du nervendes Kackvieh. Verpiss you. Ohne Witz. Geht weg. Ich will eigentlich die noch schnell töten. Da kommen sie doch schon. Die kommen so süß an. Die sind so süß. Ich kann die nicht einfach ignorieren. So, jetzt kann ich mich mal hier reinbegeben. Ich hoffe, ihr seid alle fit, meine Freunde. Wir gehen jetzt hier rein. Wir werden gucken, was man mit wechselst du die Waffensets mit Ziffernblock geteilt. Ne? Schaltest du zwischen Rennen und Gegenwart? Aha. Ziffernblock geteilt, kann ich rennen oder gehen, aber wahrscheinlich renne ich schon die ganze Zeit und gehen ist noch langsamer. Jünger General, was willst du hier? Du hast mich verraten. Bist du das überhaupt nicht? Ach, du bist doch ein Spacken, ey, ohne Spaß. Ich habe die zwar getroffen, aber trotzdem bist du ein Spacken, ja. Moment, ich muss mal hier noch so. Ein bisschen Electricity, Electricity. Wo gehst du denn hin? Du willst mich doch nur in die Falle locken. Ja, 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 das willst du tun. Aber kein Problem. Ich kann den Feuerball nämlich auch. Hier, ich warte mal, ich friere euch alle mal am besten ein. Du wirst mal... Komm. Mach die Larve kaputt. Mach die Larve kaputt. Ja, natürlich schaffen wir das. Hallo, was ist denn das für eine blöde Frage? Hier kann ich nichts machen, warum nicht? Lass mich den auswählen. So. Wie ihr wünscht. Mhm, unerschütterlicher Glaube, toll. Dunkle Brut, vernichtet diese Teufel! Dunkle Brut, vernichtet diese Teufel! So, wir müssen kleine Dinge vernichten, das nervt. Okay. Was nun? Soll ich hier aktualisieren? Okay, was muss ich jetzt machen? Du bist im gekrönten Löwen auf dunkle Brut und an ihre Generäle gestoßen. Sie haben es irgendwie geschafft, durch den Gasthof in die Stadt einzudringen.
Finde heraus, woher sie kamen. Und vernichte sie. Eigentlich steht da, woher sie kommen. Aber das schien mir jetzt in diesem Kontext ein bisschen blöd. Deswegen dachte ich mir, oh, ich sage, woher sie kamen. Mit einer dramatischen Pause. Und dann kam und vernichte sie. Hat sich irgendwie besser angehört. Runen können Waffen. Ja, Runen. Runen ist ein sehr gutes Stichwort. Ich hatte nämlich nicht eine einzige Rune bisher benutzt. Moment. Ich werde mal speichern. So, ne, einfach mal so. Nathaniel, warum hast du mir nicht gesagt, dass da eine Falle ist? Du lässt ziemlich nach. Das muss ich dir einfach mal so sagen. So, geht mal alle weg da. Alle weg da, alle weg da. Da ist noch so ein General, kann das sein? Ich glaube ja. Wenn dem so ist, hier General, hast du mal ein bisschen was, um dich abzukühlen. Ey, alle Spacken. Ey, ohne Spaß, ihr seid alle so eine Trottelköpfe. Wo ist denn er? Da hinten. So, jetzt kriegt er noch ein bisschen was auf die Fresse. Oh, stirb. Wieso kriegt der das? Ich? Hallo. Du hast den General der Dunklen Brut und seine Truppen unter dem gekrönten Löwen vernichtet. Da die Dunkle Brut allerdings weiterhin gut organisiert wird, musst du dich auf die Suche nach weiteren Anführern machen. Jawohl. Nehme ich mit. Da hinten ist ja auch noch Dunkle Brut. Ich sehe es doch in meinem Radar. Flammeth Besenstiel. Der ist schwächer als meiner. Okay, aber wo hat der das Ding her? Diese Frage stellt sich ganz eindeutig. So, ihr werdet erstmal hier Füße stillhalten, meine Freunde. So kann das nämlich nicht gehen, dass ihr hier denkt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Hallo, Jungs. Wollt ihr mir nicht irgendwie helfen? Dankeschön, dass ihr mir doch helft. Ach, halt's Maul, du. Mongo-Kind. So, und du da hinten, komm her. Ja, komm her jetzt. Ja, du kannst auch herkommen. Ich habe für dich auch noch ein bisschen was. Spaß habe ich für euch alle dabei. Hier ist gar nichts mehr. So, du bist schon tot. Oh, das ging aber schnell. Kommen wir hier mal wieder raus. Wo kommt ihr denn her? Hallo, hallo, hallo. Ihr habt einen Cheat benutzt. Das finde ich nicht korrekt von euch. Helf mir mal an, der steht direkt neben dir. So, war's das? Scheint so. Ich bin jetzt weg, ob's das war oder nicht, ist mir jetzt egal. In ihrer ursprünglichen Heimat Arlathan waren die Elfen unsterblich und hatten eine hochentwickelte Kultur bzw. Sprache. Nach 1000 Jahren Sklaverei haben sie jedoch alles verloren und selbst die Dalish konnten sich nur einen Bruchteil ihrer Kultur bewahren. Und ich bin wieder draußen. Ich bin begeistert. Ich bin ja wieder hier. Hier war ich doch gerade schon. Jetzt lauf nicht weg. Och, haha. Hahaha. Da ist ein kleiner süßer Oger, der hat eine Metallrüstung an. Die sind ja auch noch nicht groß genug. Nö, 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 nö. Aua. Steh mal auf. So. Kann ich ihn vielleicht von hier einfrieren? Jawohl. Das wird ein hartes Stück Arbeit, würde ich mal behaupten. So, kriegst du erstmal den ab. Kann ich den zufällig auch hier versteinern? Sehr gut. Was soll ich hier groß machen? Ich habe ja nicht so die krasse Möglichkeit, jemals in die Fresse zu geben. So, nee, das kann ich aber hier weitermachen. Du solltest vielleicht ja nicht alleine gegen die kämpfen, sondern lieber uns helfen beim Kämpfen. Das wäre sehr cool. Aber ich sag mal so, mein Gott, ist ja auch nicht die Welt, ne? Oh, nee, du solltest eigentlich keinen
Trank nehmen, sondern eher Nathaniel. Ich wiederum werde mal, glaube ich, hier so einen Lyrium-Trank reinschmettern. Ich habe nämlich kein Lyrium mehr. Alter, ohne Spaß. Nee, bleib weg von mir. Na gut. Hier. Cool. Jawohl. So, dich da hinten kann ich auch schnell töten. Wieso hat denn der widerstanden? Was soll das? Hier, warte mal. Was soll denn hier? Ach, jetzt hör doch mal auf mit der Kacke, was soll das? Oh. Ich bin gleich tot. Ist euch das bewusst? Aber ich darf nicht sterben, ich bin der Kommandant. Verdammt, ich habe ihn aber nicht eingefroren. Scheiße. Da muss ich das mal eben so machen. Mann, jetzt ist der aber schon wieder frei. Das ist doch... Oh, oh. Hilfe. Aua. Aua. Aua, lass mich runter jetzt. Aua. Aua, du wirst so böse. Du wirst schon böse enden, mein Freund. Glaub mir mal. So, ich muss euch beide einfrieren. Verdammt, jetzt hat der Penis-Oger überlebt. Das ist doch scheiße. Nein. Einsetzen. Los. Verdammt. Ich glaube, ich bin gleich tot. Außer ich stehe schnell genug auf und nehme einen Drink. Jawohl. Ich habe es geschafft. Und dann muss ich nochmal einen Lyrium-Trank nehmen. Und ich sollte mich hier vielleicht verpissen, denn ich stehe hier ein bisschen ungünstig. Für den Oger ist es ja kein Problem, mich hier zu treffen. Und vielleicht ein Angriff wäre auch nicht verkehrt. Jawohl. Komm schon. Komm schon. Setz einfach irgendwas ein. Der greift... Der Pisser greift mich die ganze Zeit an. Da hinten ist doch scheiße. Ja, ich flieh doch. So, Oger, in your face. Und du bist tot. Unverständlicherweise habe ich die nicht bekommen, aber gut. Wir sind ja ein Team, ne? Schon klar. So, immerhin habe ich die bekommen. Und noch ein General ist Geschichte, auch wenn das jetzt scheiße knapp war. Und das ziemlich unfair. Aber für den Helden von Ferelden ist natürlich auch ein gepanzerter Oger nix. Hätten die alle, ey, wäre ich jetzt gegangen, das hätten die doch niemals geschafft. Die dunkle Brut zieht sich zurück, Kommandant. Wie ist die Lage in der Wache? In der Wacht? Wir haben nicht besonders viele Nachrichten erhalten. Aber das, was wir gehört haben, ist nicht gut. Der Bote des Architekten hat uns den Weg zum Versteck der Mutter erklärt. Wir müssen sie verfolgen. Und was ist mit dem Architekten? Der Bote sagte, der Architekt wolle ebenfalls den Tod der Mutter. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Tja, das weiß ich irgendwie auch nicht. Dann lasst uns den Kampf zur Mutter tragen. Was soll mit dem Boten geschehen, Kommandant? Lasst ihn laufen. Wie ihr wünscht. Möge der Erbauer über euch wachen, Kommandant. Jawohl, Amaranthines letzte Hoffnung, so schaut's aus. Ich meine, eigentlich hätte man den ja töten müssen, weil es ist immer ein Gegner, ein Feind. Lobet den Erbauer. Wie lobet den Erbauer? Lobet mich? Hallo? Ich habe euch hier gerade den Arsch gerettet. Der Erbauer selbst muss euch was ist denn hier? Versteck der Mutter? Oh nein! Wie geht's wacht? Warum ist denn hier ein Totenkopf? Die kann überhaupt nicht gefallen sein. Nein! Na gut. Das Versteck der Mutter. Tief in den Hügeln am Rande der Ferravel-Ebenen liegt ein alter Friedhof, den einst die Drachen aufgesucht hatten, um zu sterben. Inzwischen macht eine jüngere Generation dieser geflügelten Bestien die Gegend unsicher. Das interessiert mich aber nicht. Versteht ihr das? Vielleicht kann man mit der dunklen Brut ja eine relativ gute Beziehung, naja, zumindest Waffenstillstand aushandeln oder so. Das wäre ja auch schon mal was. Ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, aber es wäre durchaus möglich.
Und das sollte man mal nicht unterschätzen. Auf jeden Fall bin ich hier. Ja, die Musik. Super. Die macht mir auf jeden Fall schon mal sehr viel Mut. Nee, geh mal hier weg. Geh mal hier hin. Und mach mal. Was machen wir denn hier? Na dann. Ich habe darüber nachgedacht, was ihr gesagt habt. Hast du? Super. Alter, was geht denn hier ab? Hier ist ja voll der Krieg, Junge. Ich werde einfach alle einfrieren. Scheißegal, ob Freund oder Feind, hier geht alle was in die Fresse. So schaut's aus hier. Man kann sich jetzt hier nicht mehr nur auf Freunde oder Feinde oder alle müssen sterben. So schaut's aus. Jünger, du bist doch ein Jünger, du bist auch tot. Ach, geh weg, du Jünger. Und geh wieder zu deiner Mutter. Okay. Sonst hat hier keiner was dabei? Alter, voll die Horrormucke. Ist ja voll ekelhaft. Moment. Ich möchte nicht so weit nach vorne laufen, ich hab Angst. Oh, oh. Weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Das tut weh. Der macht einen Zungenkuss mit mir. Warte mal. So. Du wirst sterben. So viel dazu. Und du da hinten wirst auch sterben. Und da kommen noch mehr Gegner. Oh. Der Ort, ich muss ja sagen, er kommt mir extrem bekannt vor und ich kann nicht speichern. Verdammte Scheiße. Ich gehe einfach mal hier hoch. Der ist ja schon tot. Und ich werde einfach mal den hier irgendwo hinfeuern. Ich werde ihn einfach zu dir feuern. Du bist zwar alleine, aber das halte ich für klug. Ist da schon wieder so... Alter. Okay, Moment. Ich muss... hier. Guck mal. Ich hoffe, der kommt auch da, wo ich den haben möchte. Ich gehe mal hier hin. Ich werde einfach mal die ganze Rotze hier ablassen. Und hoffe, dass die genau dahin kommt, wo ich möchte. Ja, sieht auch relativ gut aus. Und genauso sieht es mit dem hier aus. Damit ihr alle schön was zum Spielen habt. Ich möchte ja keinen... seinen Spaß verwehren, nicht wahr? Du gepanzerter Mongo. Nee, den hier. Stirb. Ah, geht doch. Okay, ein paar sind allerdings noch übrig. Mit denen muss ich mich jetzt noch beschäftigen. Da hinten ist einer. Nee, der ist tot. Sehr gut, sehr gut. So, der da. Ich glaube, der dürfte nicht mehr lange leben. Ja. Was hat denn der gepanzerte Ogre dabei? Dämonensekret. Na super. Ist ja recht viel. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Oh, eine Notiz. Dragos Ruhe. Ruhe. Ja, der gepanzerte Ogre ist mir jetzt egal. Du hast noch Geld dabei und da hinten war noch ein Knochenberg. Wo ist denn der? Oh, die haben alle was dabei. Okay, wobei da echt, wenn man die Frage ist, interessiert mich ja eigentlich überhaupt nicht, was die dabei haben. Ich meine, ich bin ausgerüstet. Relativ gut, sage ich jetzt mal. Es gibt ja noch eigentlich ein paar bessere Rüstungsgegenstände, aber egal. Ich habe auf jeden Fall genug Tränke mit dabei, also da dran sollte es nicht scheitern. Super, dass das Spiel jetzt schon wieder automatisch speichert. Ist aber immer nur das dann... ohne Spaß, hier war ich doch schon. Kann man mir erzählen, was man will. Und warum? Ja, Hammer. Hier ist ein Drache. Hallo Drache. Ich muss ja sagen, die kämpfen ja alle gegeneinander. Ist ja auch... Man bleibt doch mal hier stehen. Bist doch ein behinderter kleiner Mongo, ey. Die kämpfen ja gegeneinander, aber die kämpfen auch gegen mich. Was soll denn das? Ihr müsst euch schon mal entscheiden. Und du, hoher Drache, halt's Maul, verpiss dich und... rede nicht mit mir. Kann ich den irgendwie einfrieren?
Versteinern? Nee, irgendwie nicht. Verdammt. Na gut, pass auf. Ich habe ja noch zwei, drei Tricks auf Lager. Und zwar das hier. Dann müssen wir halt noch ein bisschen mehr auf Einzelkampf gehen, du komischer Drache. Ich gehe mal wieder weg. Was kann ich denn noch so für dich tun? Ich könnte dich ja nochmal einfrieren. Ja, toll. Ich wollte gerade sagen, ich könnte dich ja nochmal einfrieren. Was machst du? Verpiss dich einfach. Das ist doch... Finde ich nicht nett. Ja. Verpiss dich, du Drache, du. Drache. Pah. Papala, papp. So, jetzt kriege ich natürlich nur hier irgendwas. Kraftfeld, ja, nehme ich auch. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Rotz soll. Es ist doch hier genau das gleiche. Hier war ich ja schon wegen Morrigan. Und der Drache hat nichts dabei. Willst du mich verarschen? Was bist denn du für ein Mongo-Drache? Du hast überhaupt nichts dabei. Das ist doch scheiße. Moment. Nimm dir das mal bitte. Nee. Obwohl, Quecksilber. Komm, nimm mal mit. Kann man vielleicht gebrauchen, keine Ahnung. Ich werde hier auf jeden Fall speichern, bevor ich da reingehe und jetzt reingehen. Und ich bin gespannt, was mich da drin erwarten wird. Bei der tollen Musik kann das ja nur eine Party sein. Was sonst? Ich meine, als Party-Gag war hier schon Drache dabei. Das ist doch super. Kristalle des Reichs. Mhm. Diese Truhe ist abgeschlossen. Nathaniel, du bist dran. Ich kümmere mich darum. Sehr gut. Ach, hier ist nur Scheiße drin. Das ist doch blöd, aber den Kristall nehme ich trotzdem mit. Vielleicht hat das ja was mit der Quest zu tun, die ich gerade bekommen habe. Was hier? Ach, hier kann ich gar nicht lang. Verfluchte Kreaturen! Verfluchte Kreaturen! Ja, mach doch mal hier hin. Und jetzt lass ihn zerbersten. Und du stirb. Einfach. Ach, du bist schon tot. Hm. Naja. Ach, mal jetzt ohne Spaß. Was wollt ihr denn überhaupt hier? Spielt damit. So, und da unten ist da noch so ein komischer. Ach, hier sind noch ein paar mehr Mongos. Nathaniel ist aufgestiegen. Warte mal. Warte mal. Ja, mach den mal da unten hin. Ja, war doch klar, dass der gepanzerte Ogre-Mongo kommt. Ich würde hier erstmal alles, was ich habe, unten hinsetzen. Damit ihr da auch mal ein bisschen Spaß habt, ne? Oh, verdammt, habe ich das abgebrochen. Oh, das ist jetzt doof. Dann muss ich es nochmal machen. So, bitteschön. Hier habt ihr noch ein wenig Flammen dazu. So, er ist tot. Der da oben, die haben hier noch was. Der hier hat auch noch was. Jawohl. Oh, der gepanzerte Ogre, wa? Der hält auch ganz schön was aus. Widerstanden! Warte mal. Ach, dann nicht. Dann mal stehen hier. Ah, ich wusste ja, dass der Ogre da hingeht. Antizipation. Okay. Ich nehme einfach alles mit. Ja, ich nehme die ganzen Kristalle einfach mit. Ich meine, die können ja quasi gar nicht schaden. Der eiserne Wille. Okay. Dann haben wir nochmal Nathaniel. Jetzt ist allerdings die Frage, wo muss ich denn hier lang? Also hier dürfte ich ja nicht lang kommen eigentlich. Hier ist nur so ein Fleischbeutelchen mit einem Kristall.
Mehr ist hier nicht. Na gut. Dann gehe ich in diese Richtung. Ach, da hinten sind doch schon wieder Gegner, ey. Hier. Yeah. Ja. Ist jetzt auch extrem interessant und wichtig, dass man darüber jetzt redet. So, ihr müsst alle einfrieren, damit ich euch alle töten kann. Denn unbewegliche Gegner sind gute Gegner. Aber hinter mir ist die ganze Zeit irgendwie so ein Vieh, oder? Tatsache. Ja genau, geh mal dahin. Und lass mich mal hier mein Ding machen. Da ist widerstanden. Das finde ich nicht so gut. Gut, fangen wir an. Larve der Kinder. Hat einen Metallsplitter, komm, nehme ich mit. Ich weiß zwar nicht, wozu ich den jetzt genau gebrauchen könnte, aber ich nehme ihn trotzdem mit. Geld, Geld kann man auch immer mal gebrauchen. Giftextrakte eigentlich überhaupt gar nicht so mein Ding und die nehme ich jetzt auch nicht mit. Aber wir werden uns einfach noch ein Stückchen weiter nach unten wagen, weil das ist hier noch nicht gruselig genug. Wir müssen noch ein Stück weiter gehen und ich möchte hier einfach mal speichern, weil Spiel, wir verstehen uns ja immer besser. Okay, wer ist... Ach. Und so begegnen wir uns wieder. Der Hübsche. Schon wieder. Nein, Uther. So darf es nicht beginnen. Ich muss mich bei euch entschuldigen, Kommandant. Als wir uns das letzte Mal begegnet sind, wollte ich mich euch erklären. Das Schicksal hat es jedoch verhindert. Ihr meint, ich bin euch entkommen. Ich hatte euch nur festgehalten, um zu verhindern, dass es zu einem ähnlichen Missverständnis wie mit dem Rest eures Ordens kommt. Ein Missverständnis? So bezeichnet ihr das also? Der Verzehrte hatte den Auftrag, die grauen Wächter um Hilfe zu bitten. Allerdings hätte ich wissen müssen, dass ihr unsere Kontaktaufnahme als Angriff deuten könntet. Es fällt mir schwer, richtig einzuschätzen, wie eure Art reagiert. Das Ergebnis war äußerst bedauerlich. Aha. Bedauerlich? Ihr habt diese Männer verschleppt und sie ausbluten lassen. Die grauen Wächter, die zu mir gebracht wurden, waren bereits tot. Ich habe ihr Blut ebenso wie das eure nur genommen, weil ich keine andere Wahl hatte. Die Dinge haben sich anders entwickelt, als ich es geplant hatte. Alles, worum ich euch bitte, ist, dass ihr mich anhört. Solltet ihr mich auch danach noch erschlagen wollen, könnt ihr es natürlich versuchen. Also gut. Ich werde euch anhören. Meine Art wird seit jeher dazu getrieben, nach den alten Göttern zu suchen. Das ist einfach unsere Natur. Und wenn wir einen von ihnen finden, beginnt eine Verdammnis. Jedes Mal greifen wir eure Länder an der Oberfläche an und jedes Mal leistet ihr uns so lange Widerstand, bis wir vernichtet sind. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, müssen meine Brüder von ihrem Zwang befreit werden. Und dafür brauche ich das Blut der grauen Wächter. Ihr versucht, die Verderbnis dauerhaft aufzuhalten? Bevor eine Verderbnis beendet ist, finden Hunderttausende meiner Art den Tod. Sie ist eine Geißel unserer Rasse. Wir setzen die Verderbnis nicht in Gang, weil wir uns nach Macht oder Zerstörung sehnen. Wir gehorchen dem Ruf der alten Götter. Wir haben keine Wahl. Wie wollt ihr die dunkle Brut befreien? Ihr trinkt das Blut meiner Art, um zu dem zu werden, was ihr jetzt seid, um euch zu verwandeln. Und wir müssen uns auf die gleiche Weise verwandeln. Ich habe eine Variante eures Beitritts entwickelt, bei der wir das Blut der grauen Wächter verwenden. Na super. Ihr nehmt unsere Verderbtheit in euch auf und wir benötigen eure Widerstandsfähigkeit.
Auf diese Weise werden meine Brüder frei sein. Der Schlüssel, um dem Ruf der alten Götter widerstehen zu können, liegt in eurem Blut. Ich mag mein Blut genau da, wo es ist, in meinen Adern. Sobald sie frei sind, denken meine Brüder selbstständig. Sie sprechen und handeln, wie sie es für richtig halten. Leider wissen nicht alle, mit diesem Geschenk auch umzugehen. Sie sind fehlerhaft und lehnen sich gegen mich auf. Die Mutter schart sie um sich, um mich aufzuhalten, so wie sie auch euch aufzuhalten versucht. Allein kann ich die Mutter nicht besiegen. Und solange sie existiert, kann ich die dunkle Brut nicht befreien. Ihr und ich, wir verfolgen dasselbe Ziel. So etwas Dämliches habe ich ja noch nie gehört. Das Letzte, was wir brauchen, ist noch mehr dunkle Brut, die selbstständig denken kann. Ob dunkle Brut oder nicht, seine Argumente sind schlüssig. Wollen wir uns denn wirklich bis in alle Ewigkeit gegenseitig umbringen? Helft mir, die Mutter auszulöschen. Sobald dies geschehen ist, werde ich von hier fortgehen, um meine Arbeit fortzusetzen. Was genau ist diese Mutter? Sie ist die unvollkommenste meiner Schöpfungen. Die Freiheit hat sie in den Wahnsinn getrieben und sie hat die Gedanken der anderen vergiftet. Sie hat großen Einfluss auf diejenigen, die nicht befreit wurden, und schart sie als ihre Armee um sich. Ich strebe nicht nach Herrschaft über meine Brüder. Ich will sie einzig und allein von ihren Ketten befreien. Wie wurdet ihr befreit? Ich wurde geboren, wie ich jetzt bin, als Außenseiter meiner Art. Warum dies geschehen ist, weiß ich nicht. Warum werden einige von eurer Art zu grauen Wächtern? Warum verfügen andere über Magie? Ich kenne die Antworten nicht. Vielleicht will der Rest der dunklen Brut da überhaupt nicht frei sein. Und woher sollen sie das wissen, wenn ihnen das Recht auf eine eigene Entscheidung verweigert wird? Solange sie keine Wahl haben, liegt nur ein einziger Weg vor ihnen und dieser führt zu einer Verderbnis. Ich glaube, dass es noch einen anderen Weg gibt. Das Blut der Wächter zu stehlen ist abscheulich. Ich denke, es unterscheidet sich kaum von dem, was euer Orden mit dem Blut der dunklen Brut macht. Wir beide tun, was wir tun müssen, um die Verderbnis zu verhindern. Okay, das ist eigentlich auch recht. Das erste Blut stammte von Ufa und sie hat es freiwillig gegeben. Sie war ein grauer Wächter ebenso wie ihr. Sie hat sich uns angeschlossen vor vielen, vielen Jahren. In Ordnung. Ihr habt einen Verbündeten gefunden. Was ist, wenn er sich zunächst. Was ist, wenn das die Verderbnis nicht aufhält, sondern auch etwas viel Schlimmeres bewirkt? Nein, nein! Er ist ein Monster. Ich kann nicht zulassen, dass ihr das tut. Wollt ihr denn nicht verhindern, dass es jemals wieder eine Verderbnis gibt? Doch, das will ich, aber... Gut. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Nee. Mir ist bewusst, wie schwer es euch fällt, mir dieses Vertrauen entgegenzubringen. Ich hoffe, ich kann mich dessen würdig erweisen. Wäre besser ist für dich. Zur Mutter ist es nicht mehr weit, Wächter. Aber ich kann sie nicht selbst angreifen. Ihre Kinder beschützen sie vor meiner Macht. Wenn ihr sie allerdings erreicht, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um euch zu helfen. Ihr habt mein Wort.